Die Welt geht vor die Hunde. Oder speziell gesagt, Lord of the Rings. Amazon-Serie. Nun, es ist ja super, dass Amazon versucht, die Lord of the Rings-Filme in eine Serie reinzupacken. Hört sich ja eigentlich gar nicht so scheiße an, oder? Aber sie haben sich gedacht, hey, wir ändern einfach mal ein paar Dinge. Hört sich ja eigentlich gar nicht so kritisch an, oder? Welche Veränderungen wären positiv gesehen für Lord of the Rings, die nicht speziell eine Agenda versuchen, den Zuschauer einzudrücken? Meine Befürchtung ist es im Grunde genommen, dass sie Herr der Ringe komplett ruinieren. Und alles, was aufgebaut wurde, treten sie mit Füßen. So, was ist denn jetzt eigentlich ganz genau das Problem? Warum rede ich so komisch? Was ganz genau wurde passiert? Was für eine Serie machen die denn? Das werde ich euch gleich erzählen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, beispielsweise in diesem Artikel wird beschrieben, ich übersetze mal, während die Geschichte von Tolkien seit Jahrzehnten gefeiert wird, fehlt es in ihren Adaptionen deutlich an unterschiedlicher Darstellung, insbesondere in Bezug auf Rasse und Geschlecht, was zunehmend in die Kritik geraten ist. Und das würde überhaupt keiner sagen von den ganzen Lord of the Ring Fanbase. Niemand würde sagen, dass da irgendwas in Bezug auf Rasse, Geschlecht oder ähnlicher Darstellung in die Kritik gerät. Die einzigen, die das sagen würden, sind die Leute von der Webseite. Sie versuchen das im Grunde genommen zu rechtfertigen, warum eine Änderung überhaupt gut wäre für die ganze Lord of the Rings Serie. Leute haben die Lord of the Rings Serie, die Tolkien erschaffen hat, immer geliebt und es schon seit Jahrzehnten gefeiert. Die schreiben das sogar rein. Niemand hat irgendwie irgendwann gesagt, hey, da stimmt doch irgendwas nicht. Die versuchen einfach nur rechtfertigen, dass Amazon versucht, eine Gruppe von Leuten anzuziehen, die normalerweise Lord of the Rings niemals gucken würden, um dann noch das kleine bisschen Geld rauszuzapfen. Wenn Tolkien das wüsste, der würde sich im Grab umdrehen. Und der Kritikpunkt ist sowieso komplett bescheuert, weil die Welt von Herr der Ringe ist erfunden. Es ist eine Geschichte von Helden, die die Tyrannei von den Bösewichten verhindern wollen. Die möchten die Welt befreien von dem Bösen. Es ist keine echte Welt. Also warum sollte es zu Bezug auf Rasse und Geschlecht irgendwen interessieren, was den Inhalt von der Geschichte angeht? Ihr müsst euch halt das so vorstellen. Der Frodo versucht, den Ring in den Vulkan reinzuschmeißen. Ja, also ganz ehrlich, da könnten wir hier ein paar mehr Frauen haben, ne? Und vielleicht noch ein paar andere Rassen. Es ist eine Fantasiewelt. Es muss nicht die moderne Welt widerspiegeln. Das ist ja der Grund, warum es so welche Geschichten gibt. Damit man von der Realität sich löst und eine gut geschriebene Geschichte sich anhört, um sich von der Welt, von der Realität zu lösen. Und wenn jetzt gesagt wird, hey, aber es gibt keine komplexen Charakter in Herr der Ringe, dann haben die noch nie Herr der Ringe geguckt. Weil zum Beispiel Gollum ist ein komplizierter Charakter mit vielen, vielen Charakterzügen, der unglaublich viel repräsentiert. Die Tiefe über seinen Charakter geht so weit, dass es mehrere Videos gibt, die seinen Charakter analysieren, die über eine Stunde gehen und selbst dann ist noch nicht alles gesagt. Und ich erzähle nur über einen Charakter, den Gollum. Ich will ja gar nicht erst anfangen mit anderen Charakteren in der Herr der Ringe Serie oder Herr der Ringe Filme. Wir haben schon in der Vergangenheit gesehen, was halt diese Adaptionen gemacht haben, wie beispielsweise bei Star Wars. Bei Star Wars haben die auch beispielsweise versucht, andere Geschichten reinzubringen. Es ist halt nicht so schlimm, was sie halt mit der Amazon-Serie machen wollen. Aber da haben die halt eine gute Story komplett vernachlässigt und haben ihre eigenen Sachen da reingeschrieben. Und das machen die jetzt bei Herr der Ringe genauso. Eine Agenda zu verfolgen, um Nischenleute dazu zu animieren, Geld dafür auszugeben. Weil, sind wir mal ehrlich, es wird höchstwahrscheinlich nicht gut werden. Wer von euch würde denken, ach Mensch, gib mir mal eine Chance. Wie oft haben wir so welchen Filmen und Serien eine Chance gegeben und wir haben ganz genau bemerkt, hey, der einzige Grund, warum die das machen, ist, weil der Name eine Bedeutung hat. Wenn du hörst Star Wars, Lord of the Rings, vielleicht sogar Harry Potter, wenn du das hörst, dann weißt du ganz genau, eine gut geschriebene Geschichte, das macht Spaß, das gefällt jedem. Wenn ihr jetzt beispielsweise eine Geschichte machen würde, die so ähnlich ist wie Herr der Ringe, und es aber nicht Herr der Ringe nennen würden, sondern Herr der Stiefel. Und würden dann halt versuchen, eine Geschichte zu erzählen, die der Tolkien-Herr-der-Ringe-Reihe ähnelt,
aber mehr investieren in Rasse und Geschlecht. Wenn wir versuchen, das würde zu rekonstruieren, dann würde das einfach eine beschissene Story sein, die keiner gucken würde. Nicht mal die Leute, die die Kritik ausüben, würden das gucken. Aber die nehmen den Namen, weil die ganz genau wissen, das hat ja schon eine Fanbase. Der Tolkien hat unglaublich viel Zeit dafür investiert, eine angenehme und gute Story zu schreiben und versucht, ihre eigene Agenda reinzudrücken. Und ich wiederhole mich, es ist einfach nur Geldmacherei. Es ist Publicity, es ist im Grunde genommen Publicity-Stunt, damit alle Leute das hören und auf den Finger drauf zeigen. Und der einzige Grund, warum die Leute das dann gucken, ist, um zu gucken, wie schlecht ist es geworden. Weil jeder von uns weiß, das wird schlecht. Wenn es nicht kaputt oder schlecht ist, warum versucht man, irgendwas zu verbessern oder es im Grunde genommen zu reparieren? Und es ist jetzt nicht im Grunde genommen, ja, die versuchen nur ein, zwei Dinge reinzutun und das war's. Nein! Seid nicht so naiv, Leute. Die werden es komplett verändern. Das ist jetzt beispielsweise Lenny Henry. Also er würde dann den schwarzen Hobbit spielen. Das hört sich ja in erster Linie ja gar nicht so dramatisch an. Das Problem ist einfach nur, dass es in erster Linie ist das komplett Schwachsinn, was die Lore angeht, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt. Es ist halt so, als ob jetzt die Elfen asiatisch wären. Das würde genauso wenig Sinn ergeben. Aber das ist ja nicht das Hauptproblem. Das ist im Grunde genommen nur ein etwas angekratzt an etwas viel, viel Größerem. Sie reden im Grunde genommen von der Darstellung aus, über die Vielfalt. Aber wenn Leute anfangen, die Amazon-Sprecher oder halt die Kritiker anfangen, über Vielfalt zu reden, dann wissen wir ja alle, in welche Richtung das geht. Es ist ein unglaublich großes Paket, was damit eingeht. Eine ganze postmoderne Ideologie, die damit eingehen wird. Es ist aus irgendwelchen bestimmten Gründen, es ist der Wunsch, alles, was die Welt hergibt, zu verändern. Es ist im Grunde genommen so wie Sauron. Ihm ist im Grunde genommen scheißegal, was andere Leute denken. Er möchte die Welt regieren, nach seinen eigenen Wünschen. Dann ist es ihm egal, über welche Leichen er geht, wie viele Häuser er zerstört, wie viele Menschen er im Grunde genommen Unrecht tut, damit er im Grunde genommen seine eigene Agenda anderen Leuten aufzwingt. Ich hoffe, die Leute verstehen, worauf ich hinaus möchte mit das, was ich über Sauron geredet habe. Ich meine damit im Grunde genommen jemand anders, eine andere Gruppe von speziellen Menschen, die sich im Grunde genommen genauso wie Sauron verhalten. Beispielsweise ist einer der positiven Punkte, die die Amazon-Reihe mit sich mitbringt, ist, starke Frauen mit viel Präsenz präsentiert werden. Weibliche Heldinnen. Es kommt mir halt irgendwie so rüber, als ob die Filme gar nicht geguckt haben. Weil die im Grunde genommen sagen, wir möchten gerne, dass die Hauptrollen weiblich sind. Und ich weiß ganz genau, in welche Richtung wir gehen werden. In den Filmen Herr der Ringe oder von mir aus auch in den Büchern gibt es starke weibliche Präsenz. Weibliche Heldinnen. Die sind nicht speziell, nicht direkt die Hauptrolle, aber sie haben unglaublich viel dazu beigetragen, dass das Böse im Grunde genommen vernichtet wird. Ohne die weiblichen Heldinnen würde es komplett anders aussehen. Und Tolkien hat das beispielsweise wunderbar reingeschrieben. Weibliche Charaktere, die im Grunde genommen unterstützen, die Intelligenz rausbringen, Charisma. Ich muss mich immer wieder zurückerinnern an Eowyn, wo einer der Nazgul sie angreift und sagt, kein Mann kann mich töten. Und sie sagt dann, ich bin kein Mann. Eine unglaublich legendäre Szene, die jeder von uns weiß, die jeder von uns zitiert. Und wir finden das gut, eine weiblich starke Frau mit weiblichen Zügen, mit einem weiblichen Charakter, mit einem weiblichen Charisma. Und jeder von uns Fans liebt diese Person. Jeder liebt die Welt von Tolkien, so wie sie war. Warum etwas zwangsweise reinzudrücken, die eine Agenda hat? Aber natürlich war es ja nicht genug. Die brauchen noch mehr Präsenz. Und das ist halt das Problem. Sie möchten nicht Frauen, die im Hintergrund sind, sondern im Vordergrund, im Hauptcast höchstwahrscheinlich. Und so wie ich mir denke, werden die auch nicht weiblich sein. Das sind höchstwahrscheinlich männlich geschriebene Charaktere, die aber nur weiblich aussehen. Wie Männer sich verhalten, wie Männer kämpfen, vielleicht sogar ein bisschen wie Männer aussehen, aber im Grunde genommen weiblich aussehen. Weil wenn die anfangen würden, einen weiblichen Charakter zu schreiben, wäre der höchstwahrscheinlich zu überzeichnet. Weil aus irgendwelchen bestimmten Gründen kann kein Schreiber heutzutage eine Frau schreiben. Eine gute, starke Frau mit Intelligenz, Charisma, ich wiederhole mich. Aus irgendwelchen bestimmten Gründen passieren immer zwei Dinge, wenn jemand versucht, eine Frau zu schreiben. Drei Dinge.
Erstens, ein männlicher Charakter im Grunde genommen, aber nur in weiblich. Zweitens, eine überzeichnete weiblicher Charakter, die rumschreit und da und dies, überzeichnet im Grunde genommen. Oder das dritte, eine Mischung von beiden. Und ich kenne keine einzige Frau, die denkt, wow, das ist ja cool. Es ist irgendwie unglaublich deprimierend, wenn ich so drüber nachdenke. Statt eine Herr-der-Ringe-Serie rauszubringen mit ein bisschen mehr Lore und ab und zu mal mit starker weiblicher Präsenz, die man einfach mag. Nein. Super. Hat ja immer geklappt in der Vergangenheit. Mal gucken, ob das in der Zukunft auch klappen wird. Es gibt einen bestimmten Grund, warum Leute Herr der Ringe mögen. Und es liegt nicht allgemein an die Orks, die Welt, die Bösewichte. Nein, es ist an den Charakteren. Die Männer, die Frauen, die Hobbits. Ich muss die einzeln aufzählen, weil die ganz wichtig sind. Die Hobbits. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Sie haben unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Schwächen. Und das Einzige, was wir heutzutage wissen, ist, dass wenn man versucht, starke Hauptcharaktere zu schreiben, die weiblich sind, sind das meistens männlich geschriebene Charaktere, die aber weiblich aussehen. Und das wird zu 100% auch so sein. Und höchstwahrscheinlich werden die neue Charaktere reinschreiben, die überhaupt gar nichts mit der Lore zu tun hat. Die überhaupt nicht erzählt wurden, die nichts mit der Welt zu tun haben, die keiner kennt, ne, die davor noch gar nicht existiert haben. Aber ein auf den anderen Tag gibt es diese starke Frau und jeder kennt sie, jeder soll sie mögen, sie ist unglaublich stark, die einzige Hoffnung für Mittelerde. Das erinnert mich ein bisschen an Captain Marvel, wenn ich drüber nachdenke. Captain Marvel, ja, super sympathischer, sehr interessanter und starker Charakter. Oder was sie auch tun könnten, ist im Grunde genommen männliche Charaktere, die schon in der Welt existieren und einfach weiblich machen. Wäre zum Beispiel einer der einfachsten Dinge. Etwas, was Tolkien schon geschrieben hat, ist nicht mehr männlich, sondern weiblich. Und alle freuen sich, denken die. Aber vielleicht liege ich ja falsch. Vielleicht wird die Serie ja richtig gut. Vielleicht ist dieses Video, was ich mache, einfach ein Rückblick in die Vergangenheit. Jemand, der Angst hatte. Jemand, der gedacht hat, ich wünsche einfach, dass es gut ist. Ich wünsche einfach, dass sie die Lore verstehen, die Bücher gelesen haben, die Filme und versuchen, da Charaktere reinzuschreiben, die wirklich Sinn ergeben. Weil es kann ja sein. Aber soweit ich denke und soweit ich weiß oder wie wir wissen, wird das so nicht sein. Es wird schlecht. Wir werden es uns trotzdem angucken und es wird höchstwahrscheinlich genauso werden wie Star Wars. Davor jeder Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars hier, Star Wars da. Und dann einen auf den anderen Tag, keiner redet mehr über Star Wars. Als die neuen Filme rauskamen. Keiner mehr. Das wird bei Herr der Ringe genauso werden. Es ist jetzt im Grunde genommen nur die Serie. Es sind jetzt keine Filme. Aber selbst die Serie könnte tatsächlich den Franchise im Grunde genommen zerstören. Und ich hoffe nicht. Wir hoffen nicht. Es wird höchstwahrscheinlich einfach eine große Geldverschwendung. Die ganzen Fans werden abgefuckt sein. Ja, und wir bleiben dann im Grunde genommen mit einem Haufen Asche, wir ganzen Fans, zurück. Weil es ist im Grunde genommen ein One-Time-Job für die Writer. Du engagierst einen, ja, hier, Herr der Ringe, mach mal was. Okay, ich lese mir ein paar Bücher. Okay, hier, weibliche Charaktere. Hat das irgendwas mit der Lore zu tun? Ein bisschen. Ich habe hier, männliche Charaktere sind jetzt weiblich. Ja, okay, passt. Rein damit. Tolkien hat unglaublich viele Jahre damit verbracht, die Bücher zu schreiben. Unglaublich viel Zeit investiert. Es war im Grunde genommen sein Leben. Jetzt kommt jemand, für den das ist einfach nur ein One-Time-Job und haut dann ab. Keiner wird sich an ihn erinnern, keiner weiß, wer der ist. Und er wird höchstwahrscheinlich sich auch einen Scheißdreck im Grunde genommen darüber interessieren, wie sich die Fans fühlen, wenn die Serie komplett scheiße wird. Ja, und hier bleiben wir. Hier stehen wir. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich freuen, eure Meinung zu hören. Ansonsten, wir sehen uns. Bussi, bussi. 8 Gott, warum habe ich hier den fucking Ventilator an? Versuchen rauszupointen. Bestimmte Züge aufzuzeigen, to pointen. Point. Alter, gibt es nicht irgendwie ein anderes Wort für point? Point. To. Aufzuzeigen. Zu zeigen. Ich habe keine Ahnung, was ich rede. Ich habe komplett alles vergessen.
Ey, da machen wir einmal übersetzen, weil man nicht das die deutsche, und dann vergisst man einfach alles, was man eigentlich sagen wollte.